Jetzt wird es ein bisschen verrückt bei uns und Sie müssen sich warm anziehen. Bei 2 Grad Außentemperatur in kurzer Hose langlaufen, Radfahren, laufen und zu guter Letzt ins Eiswasser. Das ist Ice for Life und für so manchen erzeugt alleine die Vorstellung schon Gänsehaut. Was auf den ersten Blick verrückt erscheinen mag, hat tiefe Hintergründe und wird immer beliebter. Wir waren am Golfgelände in St. Michael für Sie mit dabei und haben Teilnehmer gefragt, warum sie bei Ice for Life mitmachen. Ice for Life. Nicht jeder kann sich darunter etwas vorstellen. Und ohne Hintergrundwissen ist man nahe daran zu sagen, die sind ja alle verrückt. Wir wollten genau wissen, was wirklich dahinter steckt. Wenn du jemanden fragst, kannst du 2 Stunden im Kälte sein, nur in Unterhosen, und nachher gehst du ins Wasser, das Eiswasser, dann sagt jeder, das kann ich nicht machen. Dann werde ich sterben. Man macht das für das Selbst. Die Körper ist viel stärker, dann man im Kopf hat. Obwohl die Teilnehmer ihre Angst vor der Kälte im Reisekoffer zurückgelassen haben, ist es eine eiskalte Challenge. Ja, wir sind alle verrückt, aber wir sind nicht lebensmüde. Wir machen alles, um die Körper wieder zu heilen. Und das kann man via die Kälte machen. Und die Teilnehmer gehen erst in Meditation, um alle Emotionen und alle Bagagen, die man hat, loszuwerden. Und dann geht man in einen Fokus und dann geht man raus und ja, die Challenge machen. Und das ist eine Heilung, das ist ja, Wahnsinn. Der Schmerz ist real, aber ob ich leide, ist meine Entscheidung. Das war die Antwort auf die Frage, wie es sich anfühlt, halbnackt bei Minusgraden im Eiswasser zu sein. Ja, Ice for Life, was passt besser in den Lungau, also eine Veranstaltung, die mit Kälte zu tun hat. Durchwegs eine Herausforderung für jeden Teilnehmer, eine Überwindung, die jeder da eingeht. Und das ist etwas, was gut zum Lungau passt und mehrjährig bei uns veranstaltet werden soll. Ist es trotz Vorbereitung nicht doch sehr gefährlich? Nee, das wird nie dein Tod. Nee. Man geht nicht so schnell tot von ein bisschen Kälte. Das ist unglaublich. Nee. Nicht im Wasser? Nein, das Wasser ist Plustemperatur. Außentemperatur ist Minus. Und dann geht man ins Wasser von 2 Grad. Dann spürt man das an die Haut, das als warmes Wasser. Aber es ist noch immer kalt. Die Körpertemperatur ist 34 Grad oder 35 Grad. Das Wasser ist 2. So, dass die Wärme von Körper geht raus, aber man spürt, dass es warm ist. Da ist etwas schief gegangen von dem Autounfall und da ist sie angefangen mit Kaltwasserschwimmen. Da macht sie selbst Filme und das für dich ist das heilsam. Ja, für mich ist es heilsam. Ich schwimme jetzt 4 Jahre. Jeden Tag, so im Sommer und im Winter und auch 20 Minuten in 2 Grad und 1 Kilometer. So, ich bin ein Schwimmer, keine Dipper. Ja, ich muss jeden Tag schwimmen. Also ich bin da mit dabei, weil ich mithelfen will, dass wir 1 Million Menschen davon erzählen, welche positiven Effekte die Kälte auf uns hat, was für einen Körper und auf unseren Geist. Deine eigenen Erfahrungen? Meine eigenen Erfahrungen, ich habe im Job sehr viel Stress gehabt und sehr viel Ablenkung im Tag, alles war ein bisschen unfokussiert und ich bin über einen Freund zu der Methode gekommen und zur Kälte gekommen und seit 3 Jahren mache ich das jetzt. Ich bin vor 2,5 Jahren ein bisschen auf den Guster gekommen mit dem Eisboden, bei mir hat sich so viel verändert dadurch, also ich komme aus dem sportlichen Bereich, regenerierst so gut, auch mental. So einen guten Fokus im Wettkampf und auch gesundheitlich. Seitdem nicht mehr krank gewesen. Wirklich 2 Jahre nicht mehr krank und ich fühle mich viel besser als vor 10 Jahren. Ja. Und ich arbeite immer sehr hart und es gibt Stress. Und wenn ich hier in Österreich bin, dann geht alles los. Und das war schwer heute, aber das tut auch viel gut. Und dann ins kalte Wasser, dann fühlt man die innere Wärme.
und das ja, und die innere Kraft, das ist gut, ja. Man kann sich das zuerst nicht vorstellen, wie das Ganze funktioniert, aber ich muss sagen, ich bin jetzt die ganze Woche mit dabei mit den Leuten und es ist faszinierend, was man einem Körper zumuten kann. Gell? Sich auf Knopfdruck zu entspannen, erfordert Übung und intensive Vorbereitung. Und während uns schon beim Zusehen fröstelt, findet der Kältetriathlon immer mehr Anhänger.